Die nächste Station unserer Kreuzfahrt Adria mit Mittelmeerinseln hieß Catania auf Sizilien. Wenn man hier zum ersten Mal ist, sollte man natürlich den Ätna besuchen. Wir buchten deshalb einen ziemlich teuren Halbtagesausflug, der allerdings eine Fahrt mit einem 4×4 Unimog beinhaltete. Kann man machen, wenn man das nötige Kleingeld übrig hat. Wenn nicht, gibt es bestimmt auch kostengünstigere und genauso gute Angebote. Schöne Monat, Aubergine, Tomaten, alles da. Archäologische Zone, Ortigia-Insel, Wachter-Insel. Ortigia ist ein Muss, ein Plus. Unser italienisch-deutscher Reiseführer hat uns auf der ca. einstündigen Fahrt zur Bergbahn-Talstation viele interessante Dinge über Sizilien und den Ätna erzählt. Wobei Talstation vielleicht das falsche Wort ist, denn diese Station liegt immerhin auch schon auf ca. 1920 Meter Höhe. Von dieser sogenannten Talstation ging es dann mit der Kabinenseilbahn hinauf auf ca. 2500 Meter, wo wir dann auf einen 4×4 Unimog umgestiegen sind, der uns dann auf ca. 3000 Meter Höhe brachte. Am Gipfel wurden uns dann vom einheimischen Ranger auf Englisch interessante Dinge zur Entstehung der Vulkankette erzählt. Unser Reiseführer nannte diese Vulkanhügelkette immer Knopflochleistenphänomen. Zurück auf dem Schiff gingen wir abends noch gemütlich zum Essen ins Belladonna und freuten uns dann bei einem abendlichen alkoholfreien Cocktail auf die nächste Destination, die ihr im nächsten Video sehen werdet.